Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video wird ein Follow Me Around Video, also ich zeige euch alle Aufgaben und Tätigkeiten, die ich so im Stall jeden Tag mache und nehme euch einfach ein bisschen mit. Und ich würde auch sagen, wir starten jetzt einfach. Und bevor wir zum Vergnügen kommen, Ah, das hat weh getan. Bevor wir zum Vergnügen kommen, werden wir jetzt zuerst ausmisten. Das ist auch eine Tätigkeit, die ich wirklich jeden Tag hier mache. Und deswegen, los geht's! So, wir sind jetzt mit dem Ausmisten fertig. Und nach dem Ausmisten kommt ja bekanntlich das Einstreuen. Und deswegen fahre ich jetzt gerade zur Sägespäne. Nachdem die Einstreuung auch etwas verteilt wurde, ich meine, das machen die Pferde meistens eh selbst, aber ich möchte nicht zu Riesenhäufen irgendwo überall liegen haben, deswegen verteile ich die ein bisschen, sind wir dann auch schon mit der Stallarbeit fertig und dann geht es zum Füttern. Das hier ist unser Heuboden. Auf diesem Heuboden lagern wir unser gesamtes Heu und jetzt ist eigentlich ziemlich leer, wie man hier auch sehen kann. Das ist aber, weil wir natürlich jetzt die Sommermonate haben und frisches Heu demnächst wieder nachkommt. Hier ist unser Fressstand zu sehen. Ich habe hier oben schon Heu gerichtet. Wir schmeißen das Heu nämlich immer von hier oben direkt runter in die Heuraufen. Und den Fressstand haben wir einfach, da wir auch natürlich in der Herde immer wieder Pferde haben, die rangniedrig sind. Und dass die keine Angst haben beim Fressen und auch nicht zu wenig bekommen, hat jeder so seine eigene Fressstation und keiner muss Angst haben, dass er zu wenig bekommt und alle können friedlich fressen. Während das Wasser aufkocht, hole ich mir meistens ganz, ganz viele Kräuter und mache für die Pferde einen Tee. Vor allem der Kotus braucht das jetzt, weil er ein bisschen krank ist. Aber auch unsere anderen Tiere dürfen nicht zu kurz kommen, so wie zum Beispiel unsere Hasen. Die bekommen jeden Tag im Sommer sehr frisches Gras gerupft. Das dauert ein bisschen, weil das Gras jetzt ziemlich kurz ist. Und auch die Hühner, die bekommen einfach Maisschrot. So, ich denke, das ist jetzt erstmal genug und jetzt bekommen sie es gleich frisch zu fressen. Stören wir jetzt nicht weiter. Mit diesen 6 Eiern habe ich auch mehr als genug. Dandy ist sehr fressneidig und deswegen muss ich immer schauen, dass der Kotus und er getrennt sind. Wie man sieht, möchte er jetzt unbedingt zu seinem Essen. Das war am Anfang noch viel schlimmer, da war er sogar zeitig echt aggressiv gegenüber dem Menschen. Dementsprechend übe ich das jetzt einfach jeden Abend, wenn sie das Futter bekommen. Und mittlerweile ist es schon viel besser geworden. Wir gehen dann immer so Schritt für Schritt hin. Oh. Ist ja auch echt gemein. Gut. Oh. Okay. Und zeitweise ist es dann halt auch so, dass ich ihn während dem Essen dann immer wieder zurückschicke, dass ich ihm zeige, okay, hey, du darfst fressen, wenn ich es sage. Und das klappt jetzt wirklich ganz gut. Also er sieht mich jetzt nicht mehr als Feind an, der sein Fressen klauen möchte.
Und so sieht man aus, wenn man nach dem Futter mit Dandy kuschelt. Wir haben von unserer Tierärztin den Auftrag bekommen, dass wir Dakotas täglich zweimal das Fieber messen. Und ich habe jetzt hier erst neulich einen Fieberthermometer bei Crema gekauft und habe hier auch schon so sicherheitshalber ein Band drum gemacht, dass ich den nicht im Pferd verliere. Und wir werden jetzt zusammen das erste Mal Fieber messen. Ich bin gespannt, ob er das machen lässt. Aber er ist ja so ein Braver, aber wir werden sehen. So, Dako, du bist brav. Hier. So, wir sind jetzt auch schon auf dem Weg zu den Stuten. Die Stuten stehen eine Viertelstunde von dem Stall entfernt auf einer 2 Hektar großen Koppel. Und da sind sie 24 Stunden draußen und fressen eigentlich nur Gras. Und von mir bekommen sie jetzt ein bisschen Mineralfutter. Und Lia hat sich auch etwas eine Schwellung zugezogen bei ihrem Vorderfußwurzelgelenk. Das ist ein wenig angeschwollen und da bekommt sie jetzt wieder Arnika-Paste drauf geschmiert. Und ich schaue halt da immer mindestens einmal am Tag, wie es ihnen geht, ob alles okay ist. So, wir sind jetzt bei den Stuten angekommen. Ich habe hier ihr Futter, dann habe ich hier noch Fliegenspray. Und die Arnika-Paste, die ich dir auf das Vorderfußwurzelgelenk schmiere. So, und das war's jetzt auch schon fürs Erste mit meinem Stallalltag und meiner Routine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und solltet ihr Interesse haben an uns und an den Pferden und noch mehr sehen wollen, dann folgt mir doch gerne auf Instagram unter Dandy Learns. Ich blende euch das hier auch nochmal ein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.